Guter Kaffee, habe ich irgendwo gesehen. Guter Kaffee. Alles schwarz, verteufelt stark und süß wie die Liebe. Weißt du, was mich echt anpisst? Es ist immer das Gleiche. Jemand holt sich eine Tasse Kaffee und lässt einen Daumen breit in der Kanne. Ja. Ach, das sind Arschlöcher. Solche Leute müsste man. Das guckt man nicht auf ab. Hallo! Sollte meine eigene Kaffeemaschine mitbringen. Muss wieder an die Arbeit. Gauner machen keine Kaffeepause. Ja, doch, machen die. Bleib lieber hier. Bewach die Kaffeemaschine. Könnte ja jemand klauen. Ja. Ah, das ist eine gute Idee, Leute. Was ist das hier? Hä? Don't use? Oh! Besser du betest, dass der Spätsommer nicht allzu heiß wird, Payne. Sorry, Leute! Ich hab's halt über das kaputt. Nee, nee, Alter, wäscht hier überhaupt mal jemand ab? Ist ja ekelhaft. Du musst die Kaffeemaschine. Ah ja. Ich hab mal neuen Kaffee gekocht, ihr Affen. Seid arbeiten, hallo! Sorry, Payne, zu spät. Hat mir gerade die letzte Tasche genommen. Arschloch. Du bist ja genauso ein Arschloch. Ja. Gib mir die Cola. Wenn du den Kaffee schon ausgesoffen hast, du Arsch. Diese Woche macht Fernsehen so viel Spaß wie Spiele. Zwei Tage und zwei Nächte nonstop. Die Kunst. Na gut. Welche war nochmal? Nummer 1, danke, Sie können zurücktreten. Mona! Die können Sie durch das Glas nicht sehen. Nehmen Sie sich Zeit. Schauen Sie, ob Sie eine von ihnen erkennen, okay? Ja, okay. Ist die Violet? Nummer 2, vortreten. Sagen Sie den vorgegebenen Satz. Ich kann nicht lesen. Wiederholen Sie den Satz, der Nummer 1 gesagt hat. Meinen Sie, ich hätte zugehört? Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Dämlich. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Danke, zurücktreten, Nummer 2. Das sieht doch aus wie wir aus Max Payne 1, hä? Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Sollte ich nicht die Typen in den Arbeitsanzügen identifizieren? Das hat Sie nicht zu interessieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Erkennen Sie eine von ihnen wieder? Ja, Nummer 3 war's. Danke. Wir sind fertig. Bringen Sie sie weg. Okay, Ladies, ihr habt sie gehört. Hier lang. Sie können hier warten. Jemand wird sie abholen, sobald der Papierkram erledigt ist. Ich wollte ihnen helfen, Max, aber sie wollten nicht hören. Jetzt ist es zu spät. Was? Wieso? Detective Payne, haben Sie noch was hinzuzufügen? Wie ich Ihrer Kollegin versucht habe zu sagen, es wimmelte überall von Typen in grauen Overalls. Die haben da todsicher nicht sauber gemacht, aber sie war nicht allzu scharf drauf, mir zuzuhören. Schwer zu sagen, wer da wen töten wollte. Aber die Tussi und die Typen in den Overalls haben aufeinander geschossen. Im Apartment. Okay, danke. Nein, danke Ihnen. Schade, Violet war doch mit dabei. Sie gehen in den Bau, beide. Payne war bei ihr, als sie verhaftet wurde. Mit wem sprechen Sie? Sie geben Informationen weiter. Bravura lässt Ihnen zu viel durchgehen. Ich habe die richtigen Leute in Kenntnis gesetzt. Lassen Was? Sie die Finger von meinem Fall, Max. In Ihrem eigenen Interesse. Alles hatte in Schwarz-Weiß begonnen. Irgendwo unterwegs waren die Grenzen verwischt worden. Die Farben verliefen, wurden schmierig und grau. Niemals hätte ich Winterson verdächtigt. Es war wie ein Abschied. Okay, wir machen mal noch eine ganz kurze Pinkelpause, denn da ändert sich schon wieder aus. Erzählst du noch was? Ich war noch nie auf einer Polizeiwache. Ziemlich aufregend. Jo. Aber nicht zu dem alten Krimischen, der in die Büro gehen, ja. Der wird immer sauer. Na gut. Hallo. Nicht? Ein Feuerlöscher spielen? Wollen wir unser Bericht mal zu Ende schreiben, damit der Chef ein bisschen. Ja, okay. Wie gesagt, wir wollten eigentlich eine Pinkelpause machen.
Wenn wir nur umgucken. Mehr? Was rausholen? Ah, hat alles mitgenommen, der Drecksack. So. Und fertig mit Reden. Ach, was? Was macht die? Jetzt zieht er jetzt die ganze Werbung rein, oder was? So, ganz, ganz winzige Pickelpause. Ich muss noch mal kurz, ich habe mir vorhin schon aufgeschrieben, aber die Zeit noch mal korrigieren. So, da wollen wir mal schauen. Mona ist das für Automat? Mona ist auf jeden Fall in den Zellen. Wo sind die Zellen? Wahrscheinlich unten. Die Gegenüberstellung war vorbei. Mona war wieder in ihrer Zelle. Ja. Die Zellen waren unten. Ja. Erstmal umgucken hier. Oh, hallo. Also mein Freund, dieser verdammte Loser, sitzt den ganzen Tag auf seinem Arsch und spielt diese Videospiele. Wissen Sie, Justice und so ein Kram. Nicht arbeiten, will nicht auf mich hören. Ist leider kein Verbrechen, ein Loser zu sein. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin's also echt leid. Nehme den Fernseher und werf ihn aus dem Fenster. War ja mein. Ja. Ich kann damit machen, was ich will, oder? Solange niemand verletzt wird. Hab ich ihm auch gesagt. Er ist eigentlich mein Ex. Aber jetzt droht der Psycho, mich umzubringen. Was? Das ist doch ein Verbrechen, oder? Er hat verdammt lang diese Spiele gespielt. Er ist ein ziemlich guter Schütze. In den Nachrichten sagen sie, der Controller ist wie eine Waffe. Sie müssen mir helfen. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, wir setzen sich einen Moment hin. Wir notieren ihren Namen und Adresse und sehen, was wir tun können. Kollegin? Wir machen das so. Also ich übernehme das, ja? Und, ich werde einfach aufpassen. Ich fahre da mit ihr mit nach Hause und dann passe ich da auf, okay? Mach mal so. Geht klar. Danke, das schnell. Ups, Entschuldigung. Hätte keine Angst, nach Hause zu gehen, wenn du dort wärst. Ja, habe ich gerade vorgeschlagen. Geben, falls du mal mitten in der Nacht jemanden beschützen musst. Ja, gib her. Komm schon. Ja, hast du ein Stück Wasser? Also wir sehen uns dann, ja, heute Abend. Am Telefon will auch keiner. Ey, wir haben wieder einen Kopf. Cool. Verdammt nochmal! Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich hab hier noch zu tun. Nein. Der liest eine Zeitung, der Drecksack. Ein Arschloch. Alles sauber hier. Was? Schmeißt er das einfach runter? Der reißt das und schmeißt es runter. Wieso die Kaffeetasse? Also, bis später, ja? Briefing? Oh. Sieht nicht so gut aus hier. Ah, okay. He made me do it. Sie hat ihn dazu gebracht, okay. Okay, na gut, ist nicht unser Fall. Kollegen werden sich darum kümmern. Hinten noch was? 10-4. Wiederhole. Können Sie das bestätigen? Okay, bleiben Sie dran. Fahren Sie fort. Negativ. Was? Können Sie die Adresse bestätigen? Verstanden. Ja. Weiß ich, wie du was verstehst, Alter. Können Sie das Kennzeichen wiederholen? Irgendwas. Untersuchen Sie weiter. Wieso ist es hier drin so heiß? Es ist Herbst und draußen regnet es. Hat dir da jemand die Klimaanlage geschrottet? Nein. Wie kommst du drauf? Nein. Ja, hier geht's in Zellen. Gehen wir hier noch weiter?
Jetzt auch nach unten. Ja, was auch immer du da verstehst. Gehen wir erstmal hier runter. Alles eine Frage des Basic Positioning. Mit dem Namen fängt's an. Ist doch alles egal. Genau. Ach, geht's auch zum Zellen. Werden sich ihn alle merken. Als würdest du den jemals lösen können. Alles zu seiner Zeit. Du wirst schon sehen. Es ist der Sinn des Gesetzes, nicht der Buchstabe. Ich werde dich so lange aufziehen, bis du das schaffst. Du hast schon eine Schlange in mein Bett gelegt. Was denn jetzt noch? Was? Positioning. Als käme es im Job darauf an. Hey, Payne. Max Payne, das wäre doch mal ein cooler Name für dich. Ist mein Name, du Affe. Du hast so in einer Waffel. In gerade. Unser Auto auch hier? Hm. Nicht weiter. Ja, bestimmt nicht. Bestimmt auch zu sein. Schade. Okay, dann wollen wir mal Richtung Zellen machen. So, aber ich dachte, wir können einfach hier lang. Dann gehen wir halt über das Treppenhaus. Gucken, was Mona so macht. Oh, ein Mützchen. Möchten Sie in die Arrestzelle? Drücken Sie den Summer an der Tür. Petersburg wird Ihnen öffnen. Ja, geht klar. Was machst du hier? Platz gucken? Es ist langweiliger, als hinter diesem Tisch zu sitzen. Ach, komm schon. So schlimm ist er gar nicht. Petersburg, mach dir auf. Auch eine Aussage von einer ihrer Insassen. Die letzte Zelle auf der linken Seite. Jo, danke, Peter. Sechs, hä? Glückspilz. Die würde ich auch gern mal etwas ausquetschen. Ja, echter Hingucker. Hat sie jemanden umgebracht? Passen Sie besser auf, Payne. Nur so ein Gefühl. Ihre Femme Fatale ist den Gang runter links. Moin, Kollege. Hallo. Hat er nicht. Sehr lecker. Nicht schon wieder, oh nein! Wir sind erst den Gestank vom letzten Mal los. Petersburg, sehe ich für dich aus wie eine Putzfrau? Du machst dich gut, atme durch den Mund. Ich kann nicht dazu. Visionen in meinem Kopf sind so hässlich. Ich muss sie rauslassen. Die sehen genauso aus wie ihr. Ihr werdet sterben, wisst ihr? Was? Ich wische diesem Penner schon die ganze Nacht hinterher. Sieht übel aus. Ja, ja, und es riecht noch schlimmer. Ihr werdet alle sterben. Ich hoffe. Hey. Na, New York Kollege? City zu dienen und vor der Kotze zu beschützen. Manchmal macht mich der Job krank. Hey, Mona. Max, Sie müssen mich hier rausholen. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Wenn ich bleibe, sterbe ich. Ist das nicht etwas melodramatisch? Hinter Gittern bin ich leichter Beute. Sicherer könnten Sie gar nicht sein. Kommen Sie, Max. Jeder dieser Cops könnte vom inneren Kreis bezahlt werden. Sie sollten das wissen. Was soll das heißen? Sie kennen Alfred Woden. Sie wollen antworten? Rufen Sie ihn an. Er kann alles bestätigen, was ich gesagt habe. Okay, das werde ich tun. Ich wollte nichts mit Woden zu tun. Ich hätte ihn sofort anrufen sollen, als der innere Kreis erwähnt wurde. Genau. Es wäre lieber, wenn wir jede Nacht Hannibal Lecter in Verwahrung hätten, solange der seinen Mageninhalt bei sich behält. Die Tür zur Garage der Polizeiwache war versperrt, außer wenn Kriminelle in Arrest gebracht wurden. Na, ah, spitze. Mit der Außenrumrennen. Na, Kollege?
Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen. Da ist eins. Nehmen Sie das. Dankeschön, wieder. Was ist denn noch so? Zu diesem Zeitpunkt bin ich, abgesehen von der Karre unter meinem Hintern, ein gesetzestreuer Bürger. Bin nur unterwegs, die Waffen zu holen. Ja, auf jeden Fall. Die Bullen an. Das ist voll beschissen. Ja, ich sag's ja. Das hab ich auch gedacht, als sie mich anhalten. Wie beschissen ist das denn? Und was soll ich dir sagen? Der Wagen ist denen doch total egal. Ohne Scheiß. Das ist ja die Ironie. So eine Alkohol- und Steuerkampagne. Alles, was die wollen, ist, dass ich in Röhrchen blase. Ohne Scheiß. Wenn ich dir sage, ich war erleichtert, mache diesen verdammten Test. Und als schon alles vorbei ist, die wollen mich gerade weiterwinken. Oh oh. Da entdeckt der Bulle etwas, das unter dem Sitz hervorschaut. Oh oh. Game over. Was? Eine verdammte Knarre. Wusste nicht mal, dass die da war. Musste dem Besitzer gehören. Nicht lizenziert. Entpuppt sich als eine Mordwaffe. Ah, du bist doch dämlich, Junge. Das ist echt beschissen. Und warum bist du hier? Wäre ich besoffen gefahren. Oh, das ist echt beschissen. Okay. Ich muss telefonieren. Nehmen Sie das Telefon. Werfen wir noch ein paar Körbe? Nicht zockig. Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Woden, Max Payne. Wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Mein Gott! Eine Bombe! Was? Eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass die leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell fallen lassen! Ah! Bewaffnete Eindringlinge im Zellenbereich! Erledigt ihn! Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! Was? Nein! Die Waffen fallen lassen! Ah! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Ja, zum Glück liegt ja einer. Was? Mona? Alkis? Scheiße. Sollten eigentlich sicher sein hier drin. Petersburg? Petersburg. Fuck. So. Ach komm, Junge! Ich hab's gesehen! Sie sind alle tot! Entschuldigung. Nein, machen wir es gleich nicht. Fuck. Ach komm schon. Das, wenn es fertig ist. Ah, Granaten. Scheiße, wie viel denn noch? Brauchen Munition unbedingt. Alle zumachen? Cool. Und wieder die Cleaner hier. Aber die Frage ist ja immer noch, zu wem gehören die Drecksäcke? Mal zu hier, da. Entschuldigung. Dann wo ist Mona jetzt abgeblieben?
Ohr ist offen. Hier zu bleiben eingesperrt hinter einem Tresen hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Wladimir? Keine Angst. Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopflack auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinny Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Monas Hex? Ich kenne sie, ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Eine binäre Entscheidung. Kapitel 1. Noch einmal dort. Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will, von Max Payne. Eine Zigarette, ein Whisky, dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Genau. Das war der Plan. What? Max! Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar. So, herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme von Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Wir stürzen uns direkt rein. Wo guckst du denn hin, Max? Ach, wir haben an einer blöden Stelle gespeichert. Muss ich gerade so feststellen. Wer irgendwie? Nein, nicht wirklich. Na gut, dann müssen wir schnell laden und dann uns mal ducken. So, wir können ja. Ey, komm, Junge! Schon ging mir nicht aus dem Kopf. Ja, wieso? So, ja, genau. Ah, ja, ich erinnere mich. Ist noch nicht ganz so lange her. Kommen wir nicht lang. Wie kommen wir jetzt in Monas Wohnung am besten? Wieso? Was, Feigling, du spinnst wo? What? Nein. Oh, hallo. Scheiße. Verdammt, okay, fängt ja gut an. Gucken wir, wenn die eine andere Waffe haben. Ah.
Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Ja. Ja, wir haben da genug Waffen hier. Hallo. Das Mikrofon ein bisschen anders, so. Mach doch. Ja, komm. Keine? Doch. Ich hab auch drei. Ja, mach ich. Danke für den Hinweis. Kollege? Also, hör mal. Killernutte. Huch. Ich hasse das. Ich geh da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbahn für Kinder. Die wollen uns holen. Hilfe, wir sind verloren. Sehr geil. Der Angriff der schlecht gemachten Pappkiller. Ich sag's dir, ich hab kein gutes Gefühl dabei. Ich halte deine Hand und verscheuche alle bösen Monster. Ich Was? Viel besser. Cleaner war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Ah ja, würde ich genauso sehen. So, also oben lang, ne? Irgendwas? Ja, genau. Hier? Yeah. Hallo, du spinnst wohl. Kommen wir denn jetzt hier runter? Ich springe, sterbe ich doch 100 Pro. Und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irrenanstalt. Guckt in den Spiegel und sieht den Killer. Er ist auf dem Klo und guckt in den Spiegel. Was? Es ist John Mirror. Er selbst ist der Killer. Du hast ihn nicht gesehen. So ein Arschloch hat er jetzt gespoilert. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wollen wir jetzt lang, hä? Hä? Nicht. Sind doch irgendwie... Wenn ich hier runterspringe, sterbe ich, wette ich. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Geht's denn weiter? Scheiße. Hey. Die Tür ist noch zu. Geht's nicht weiter? Können wir uns hier die Tür aufmachen? Hilft uns ja nicht hier. Hä? Was zur Hölle? Ach, hier, Alter.